Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge, die leider nicht ganz so lange gewesen ist, haben wir Nayu geholfen und da ist plötzlich dieser Zettel hier aufgetaucht und ich habe die ganz, ganz große Hoffnung, Ich habe wenig dass Zeit der zum der Rechnen. Start ist zu der Quest, die ich schon die ganze Zeit suche. Dringende Angelegenheit, sehr gefährlich, wird gut bezahlt. Ihr werdet bei diesem Auftrag euer Leben aufs Spiel setzen. Nur die fähigsten Abenteurer sollten sich bewerben. Kommt zum Gasthaus von Quatsch und sucht nach einem Kaiserlichen namens Reman Mevavius, falls ihr weitere Einzelheiten wünscht. Ich sollte dem nachgehen. Notiz hinterlassen. Die Großpredigerin Okay. vor ihrer Zeit zu Akatosch abberufen. Der Süßkringelmörder, ich habe die Oh, Quest welches endlich Leid auf den gefunden. Halt frommen die Dienern Klappe, Junge, sonst Akatosch bringe ich dich auferlegt gleich um. wird. Ah! Meine absolute Lieblingsquest hier in Quatsch. Hallöchen! Ihr scheint recht gut bestückt. Hinsichtlich eurer Waffen natürlich. Man will ja nicht schon wieder nur wegen ein paar falscher Worte aus einem Laden fliegen. Seid ihr wegen meiner Notiz hier? Falls dem so ist, seid ihr die erste geeignete Kandidatin, die sich bei mir meldet. Ja, euer Aushang hat mich neugierig gemacht. Ich hoffe nur sehr, eure Neugier verwandelt sich in Begeisterung. Für den Auftrag natürlich. Ich würde niemals etwas anderes andeuten wollen. Ich muss einen Mörder aufhalten. Bevor ihr jetzt sagt, ein Mörder, ihr braucht mir nur einen Schubs in die richtige Richtung zu geben, muss ich zugeben, dass es nicht ganz so simpel ist. Ich glaube, das müsst ihr mir erklären. Ja, lasst es mich erklären. Der Mörder kündigt seine Pläne schon lange vor dem Zuschlagen an. So versetzt er Mann und Maus in Angst und Schrecken. Man würde meinen, sie könnten nach einer solchen Warnung ihrem Schicksal entgehen. Doch dem ist leider nicht so. Sie sind alle tot. Wie kündigt der Mörder seine Pläne an? In aller heimtückischster Weise, durch eine Botschaft in einem unschuldigen Süßkringel. Und nun nimmt er meine Kollegen aufs Korn. Auf dieser Schriftrolle sind alle verzeichnet, die in jüngster Zeit dieses unheilverkündende Backwerk erhielten. Sprecht sie an und findet heraus, wie sie miteinander in Verbindung stehen, ehe der Mörder zuschlägt. Ich werde mit Ihnen sprechen und sehen, was ich herausfinden kann. Findet heraus, was diese Personen miteinander verbindet, und ihr findet den Mörder. Hoffentlich, solange diese Leute noch leben. Tut mir diesen Gefallen und ich verspreche, dass euch die Belohnung gefallen wird. Gold ist nicht die einzige Gunst, die ich erweisen kann. Bitte was? Nein, danke. Ihr hattet erwähnt, einige Leute auf der Liste wären Kollegen von euch. Ich bin ein angesehenes Mitglied der Goldküsten-Handelskompanie. Als ich hörte, dass eine Reihe meiner vertrauenswürdigsten Kollegen, sowie auch andere Personen aus der Gegend, einen dieser verderbten Süßkringel erhalten hatten, wusste ich, dass ich etwas unternehmen muss. Wie habt ihr von diesem Mörder und seinen Süßkringeln erfahren? Man hört ebenso einiges. Es gibt schon eine ganze Weile Gerüchte über diesen Süßkringelmörder, doch erst als einer meiner Kollegen starb, nachdem er eine dieser Leckereien erhalten hatte, begann ich meine Schlüsse zu ziehen. Also sind die Süßkringel vergiftet? Ganz und gar nicht. Sie sind wirklich köstlich. Nein, was sie so heimtückisch macht, ist die darin verborgene Drohung. Eine Notiz, die Vorhersage eines verfrühten Ablebens. Das ruiniert unsere Gewinne, meine geschmackvolle Freundin. Und das kann ich wirklich nicht zulassen. Hat sich noch wer anders bezüglich dieses Auftrags gemeldet? Oh, es war eine wahre Parade von Bettlern und unwürdigen Taugenichtsen. Seid dessen versichert. Wenn dieser Haufen hässlicher Ogrim-Freunde auf der Liste stünde, würde ich sicher nicht diese Belohnung aussetzen. Ihr andererseits scheint genau zu diesem Auftrag zu passen. Warum geht ihr damit nicht zur Quatschwache oder dem Orden der Stunde? Zu Schlägern, die man zu Bütteln ernannt hat, und zu Kriegspriestern? Nein, danke. An meinem Geldbeutel kleben schon mehr als genug Finger, weil man sonst ja keine ordentlichen Geschäfte machen kann. Außerdem wäre es mir lieber, wenn das unter uns bliebe. So ist es doch viel vertraulicher, findet ihr nicht? Redet nur so weiter und ihr müsst euch um mehr als um einen Mörder Gedanken machen. Ah, meine aufrichtigste Entschuldigung. Ich wollte euch nicht zu nahe treten. Ich schätze, manche Leute wären nicht einmal mit allem Gold in Anvil zufrieden oder auch nur mit meinem riesengroßen. Was habt ihr gesagt?
Nichts, nichts. Es ist klipp und klar. Ich mache nie wieder solche Andeutungen. Gibt es noch etwas, was ihr mich fragen wollt, bevor ihr zur Jagd auf den Mörder aufbrecht? Nein. Und ich kann nur sagen, er hat von nichts Positivem gesprochen. Halt, stopp. Da ist noch was zu lesen. Große Kathedrale geschlossen. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Hat aber jetzt gerade nichts mit der Quest zu tun. So, rechts von uns. Hallöchen. Sprecht ihr mit mir? Habt ihr vor kurzem einen Drohsüßkringel erhalten? Warum in aller Welt fragt ihr mich so etwas? Ich bin doch nur eine Bettlerin. Ihr wisst schon, ich bettle. Ihr habt nicht zufällig etwas Gold über? Ihr habt doch hoffentlich nichts vor, oder? Schaut nur, hier sind überall Wachen. Ich versuche doch nur, euch zu helfen. Was habe ich nur falsch gemacht? Die Leute sollen doch Bettler ignorieren. Einfach weitergehen, als ob es sie gar nicht geben würde. Doch ihr nicht? Ihr möchtet helfen. Habt ihr nun einen Süßkringel mit einer Nachricht darin erhalten oder nicht? Geht doch einfach weg und lasst mich in Ruhe. Ich will keinen Ärger. Aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ja, ich habe eine dieser schrecklichen Vorhersagen erhalten. Seid ihr jetzt zufrieden? Warum regt ihr euch über ein paar einfache Fragen so auf? Weil, ach, vergesst es. Dafür kriege ich so viel Ärger. Hört mal, ihr bleibt hier und sucht euch einen anderen Bettler, den ihr nerven könnt. Ich gehe irgendwo anders hin. Jetzt lasst mich allein, sonst werdet ihr es bereuen. Wartet, Augenblick. Wagt es nicht, mir zu folgen. Ich habe Äpfel dabei und ich weiß, wie man sie benutzt. Äpfel? Okay, na gut, wenn die Dame nicht mit uns sprechen möchte und die sprach ja so, als ob sie... Was? Moment, wieso soll ich der folgen? Dies dauert ewig. Findet Yamia oder was? War die das jetzt? Ja. Ich habe gesagt, ihr sollt mich allein... Wagt es nicht, mir zu folgen. Ich habe Äpfel dabei und ich weiß, wie man sie benutzt. Okay, dann folgen wir ihr. Ich war jetzt gerade oben am Lesen, aber da das Letzte war, was da drin stand. Ja, ist gut. Habe ich da jetzt nicht so drauf geachtet. Oh, man kann dem aber auch nicht ausweichen hier. Der Apfel macht einen Bogen auf mich zu. Das sind wirklich magische Äpfel, die sie hier wirft. Ah, man kann doch ausweichen. Da ist sie. Unsere geliebte Großpredigerin wurde uns genommen. Ich habe wenig Zeit zum Reden. Oder soll ich die einholen? Nee, um ihren Herrn und Meister zu finden. Okay, ich soll die nicht einholen. Ich könnte eine Pause machen. Oh, ich habe den Süßkringelmörder, Kommandant. Hilfe! Ich glaube nicht, dass Ras das mit seid diskret meinte. Ras glaubt, dieses Spionagegeschäft könnte am Ende nicht das Richtige für die Elfendame sein. Beim ersten Anzeichen von Ärger zündet sie sich an, schreit aus vollem Halse und rennt im Kreis herum. Ras kann sich nicht erinnern, dass etwas über dieses Manöver im Handbuch steht. Ich liebe diesen Kerl einfach. Was ist hier los, Ras? Die Arbeit der Augen der Königin, das ist hier los. Die Sache mit Hauptmann Apinia war so rasch abgewickelt, dass Ras beschlossen hat, noch einer anderen Sache nachzugehen, bevor er sich nach Hause aufmacht. Wie sich herausgestellt hat, ist Ras schon seit Jahren hinter dieser Sache her. Und um was geht es dabei? Die Einheimischen nennen ihn den Süßkringelmörder, ja? Viel besser als unsere Bezeichnung dafür. Der, der euren Tod vorhersagt und euch dann ins Gesicht sticht. Ras sieht, dass ihr dieser Sache nachgeht. Vielleicht können wir unsere Notizen vergleichen, einander aushelfen. Was schlagt ihr vor? Der Rattenmeister hat seine Ohren überall. Und wer weiß, wer unser in Gesichter stechender Mörder ist... Wir wollen ja nicht alle unsere Pläne verraten, bevor wir sie überhaupt ausformuliert haben, ja? Ras würde vorschlagen, wir gehen an einen abgelegeneren Ort, sobald ihr eure Untersuchung abgeschlossen habt. Wo soll ich euch treffen?
Ras und die Elfendame treffen euch in unserem Versteck, nachdem ihr eure Aufgaben abgeschlossen habt. Wir haben den Verzaubererladen übernommen. Nicht das luxuriöseste aller Verstecke, aber dieser hatte schon schlechtere. Wir werden ein glorreiches Abenteuer erleben, wie in alten Zeiten. Ja, Ras, und ich freue mich schon drauf. Allerdings, nachdem er das gesagt hatte, mit der einen Frau, dieser Kommandantin oder was das war, es kann sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es kann sein, dass ihr tatsächlich erst die Quest gemacht haben müsst, bevor ihr das hier machen könnt. Es kann aber auch einfach nur ein Hinweis darauf sein. Ihr nicht auch noch, oder? Könnt ihr Leute mich nicht in Ruhe lassen? Ich komme hier zum Nachdenken raus und ernte nur misstrauische Blicke und grundlose Anschuldigungen. Ja, und wer die Stimme wiedererkennt, das ist natürlich dieser Aleidenkönig, dem wir in Kalthafen begegnet sind. Anschuldigung, geht es dabei um den Süßkringel, den ihr bekommen habt? Ihr wisst, dass ich Bäcker bin, oder? Wer sonst sollte also der Süßkringelmörder sein? Schwachköpfe. Trotz der Drohungen und der erlittenen Einbußen bei den Einnahmen. Ich erhielt auch einen dieser Drohsüßkringel. Die Notiz darin sagte sogar meinen Tod vorher. Macht ihr euch keine Sorgen? Würde das etwas nutzen? Soweit ich es gehört habe, ist jeder gestorben, der eines dieser verhängnisvollen Küchlein erhalten hat. Trotz der expliziten Warnung. Wer bin ich schon anzunehmen, dass ich diesem eindeutigen Schicksal entgehen könnte? Kanntet ihr eines der anderen Opfer des Mörders? Ich habe einige von ihnen getroffen, als sie vorbeikamen und mich bezichtigten, ihnen Drohbackwerk geschickt zu haben. Als wäre ich der einzige Bäcker an der Goldküste, der Süßkringel backen kann. Sie sind gerannt. Sie haben sich versteckt. Sie haben andere gemieden. Und dann sind sie gestorben. Jeder einzelne von ihnen. Ihr werdet also das Gleiche tun? Nein, ich habe Arbeit zu erledigen und mein Leben zu leben. Zumindest solange ich noch dazu in der Lage bin. Die Leute mögen meine Kuchen und Torten. Ich kann ihnen doch so köstliche Leckereien nicht vorenthalten. Aber ich frage mich, was die Vorhersagen eines leckeren Kringels euch überhaupt angehen. Ich habe zwar gerade gesehen, wie hier der Prediger umgefallen ist und hab's gehört, aber nicht, wie er einer rumgelaufen ist. Jemand hat mich angeheuert, um den Mörder zu finden und ihn aufzuhalten. Im Ernst? Tja, viel Glück dabei. Das wünsche ich euch wirklich. Ungeachtet dessen werde ich weiter meinem eigenen Weg folgen. Schließlich konnte bisher noch niemand den Süßkringelmörder aufhalten. Außer natürlich, ihr habt einen besseren Vorschlag. Also ich würde normalerweise sagen, den Tagesablauf ändern, damit der Mörder ihn nicht finden kann. Aber das scheint ja ein sehr, sehr gerissener Mörder zu sein. Einer, der einen sowieso überall findet. In der Öffentlichkeit ist natürlich so eine Sache, da kann man einen Mord natürlich auch teilweise ein bisschen besser vertuschen, weil zu viel Öffentlichkeit ist. Aber man kann eventuell, wenn es einer mitkriegt, auch dafür sorgen, dass der Mörder gefasst wird. Deswegen, ihr solltet mit dem weitermachen, was ihr tut. Bleibt in der Öffentlichkeit. Na, schönen Dank auch, dass ihr meinen eigenen Entschluss absegnet. Wenn ihr damit fertig seid, mich zu verhören, dann hätte ich gerne noch einen Moment Zeit für mich, bevor ich an die Arbeit zurückkehre. Und höchstwahrscheinlich schrecklich grausam sterbe. Genau wie der Süßkringel es vorhersagte. Süßkringel können nicht reden. Was wollt ihr? Den Süßkringelmörder finden, was sonst? Ich liebe es, zwischen den Marktständen zu flanieren. Gerne schaue ich mir all die Waren an, die durch unsere Hilfe zur Goldküste gelangten. Es bereitet mir eine gewisse Freude, selbst zu sehen, was all der Papierkram und all die Verhandlungen gebracht haben. Ich habe gehört, ihr hattet vor kurzem einen Drohsüßkringel erhalten. Woher wisst ihr das? Ich habe es niemandem erzählt. Nun, er wurde beim Gebäude der Handelskompanie abgegeben. Es könnte also schon sein, dass jemand gesehen hat, wie er angekommen ist. Ja, ich habe eine Schachtel mit einem Süßkringel bekommen. Zuerst dachte ich mir nichts dabei. Und dann? Dann habe ich mir einen Bissen gegönnt und fand im Inneren ein Stück Papier mit einer Nachricht darauf. Sie klang nicht sonderlich bedrohlich. Nicht, bis ihr es so genannt habt. Morgen ist euer letzter Tag in Quatsch. Ich hatte mir gedacht, ich würde vielleicht nur ein paar Tage nach Anvil müssen. Der Geschäfte wegen.
Ich glaube, ihr seid zum Ziel des Süßkringelmörders geworden. Was? Glaubt ihr wirklich? Natürlich habe ich vom Süßkringelmörder gehört, aber warum sollte ich sein Ziel sein? Ich glaube, ich mache lieber da weiter, wo ich aufgehört habe. Inmitten all der Händler und ihrer Kunden auf dem Markt bleiben. Das ist doch sicher, oder? Kennt ihr sonst noch wen, der einen Süßkringel erhalten hat? Es gab da diesen Waldelfenhändler, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Man fand ihn nicht weit von hier im Fluss treibend. Er bekam auch einen Süßkringel mit einer Nachricht drin. Trotz der Warnung machte er weiter, als wäre nichts geschehen. Dann tauchte er eines Tages nicht mehr in der Handelskompanie auf. Arbeitet ihr mit Rehmann Mevavius zusammen? Rehmann? Ich würde lieber nicht über meine Beziehung zu Rehmann sprechen, wenn es euch recht ist. Er ist alles, was ich an einer bestimmten Art von Händler verabscheue. Gierig, wichtigtuerisch und nur daran interessiert, seine Goldvorräte zu vergrößern. Ich wurde angeheuert, um den Mörder zu finden und ihn aufzuhalten. Wurdet ihr das? Na, da fühle ich mich gleich viel besser. Wenn jemand den Süßkringelmörder aufhalten kann, dann wohl jemand wie ihr, will ich meinen. Ich drehe nur noch eben meine Runde entlang der Händlerstände zu Ende. Es sei denn, ihr haltet das für zu riskant. Ihr solltet weiter über den Markt schlendern. Bleibt in der Nähe anderer Leute. Das ist ein hervorragender Rat, meine Freundin. Ich bleibe auf dem Markt, bis sie die Bürgersteige hochklappen. Und dann gehe ich rüber zum Gebäude der Goldküstenhandelskompanie. Das ist gebaut wie eine Festung. Tja, ich befürchte allerdings, dass das auch nicht allzu viel bringen wird, aber... Was willst du machen? Entweder versteckst du dich, aber dann kann es natürlich trotzdem sein, dass er dich findet. Mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Fall. Oder eben... hier. Oder eben, du versteckst dich nicht und du bleibst unter Leute, ne? Oh, hallo. Passt auf, wo ihr hintretet. Ich habe gerade Samen eingepflanzt und möchte nicht wieder von vorne anfangen müssen. Doch, ihr seid nicht gekommen, um ein Gemaule zu hören. Womit kann ich euch heute behilflich sein? Ich habe gehört, ihr hättet vor kurzem einen Drohsüßkringel erhalten. Einen Süßkringel? Woher wisst ihr von dem? Ja, ich habe einen Süßkringel bekommen. Genau wie mein Gatte vor seinem Verschwinden. Ich frage mich nur, was euch meine Widrigkeiten interessieren. Ich wurde gebeten, den Süßkringelmorden nachzugehen. Wirklich? Hat Rehmann euch angeworben? Wie freundlich. Aber warum es ihn jetzt kümmert, obwohl es ihn nicht scherte, als mein Gatte verschwand, lässt mich seine wahren Beweggründe in Frage stellen. Vielleicht nimmt das Schicksal einen anderen Lauf. Ich habe eure Beteiligung jedenfalls nicht vorhergesehen. Ihr kennt Rehmann? Jedenfalls dachte ich das. Nun, nein, so gut kenne ich ihn nicht. Ich meine, ich kenne Leute wie ihn. Lügner und Betrüger, die die Großzügigkeit anderer ausnutzen. Also hat Rehmann euch angeworben, um den Mörder aufzuhalten? Das erscheint mir sehr interessant. Erzählt mir von eurem Mann. Mein Gatte? Er erhielt einen dieser Süßkringel mit einer Nachricht darin. Genau wie ich. Die schreckliche Vorhersage verängstigte ihn. Das kann ich euch sagen. Er suchte seine Waffen zusammen und schloss sich in seinem Arbeitszimmer ein. Aber er ist trotzdem spurlos verschwunden. Es gab keine Leiche? Nein, nicht einmal ein Tropfen Blut blieb von ihm zurück, um seiner zu gedenken. Doch mein Gatte ist nur ein Opfer in einer ganzen Serie von Morden, die mit dem Süßkringelmörder zusammenhängen. Das geht schon seit vielen Monaten so. Warum kümmert es Rehmann plötzlich? Ich frage mich, woher sein Sinneswandel kommt. Kann ich irgendwie behilflich sein? Nein. Die anderen, die Süßkringel erhalten haben, brauchen sicherlich mehr Hilfe als ich. Ich habe ein Haus in Anvil. Ich kann mich dort verstecken, bis ihr den Mörder geschnappt habt. Hütet euch nur vor diesem Rehmann. Ihm sind seine eigenen Interessen wichtiger als alles andere. Ich weiß die Warnung zu schätzen. Ja, dann müssen wir jetzt mit Rasum da sprechen. Der hat ja gesagt, den finden wir im Zaubererladen. Nun? Was nun? Quatsch mich nicht so doof von der Seite an. So, Moment, wie kommen... Da ist der Eingang, genau. Famulas Wunder. Da geht's raus. Ah ja, hier geht's hoch. Ras. Ras wusste, dass ihr uns finden würdet. Es ist nicht viel, aber es ist geheim. Die Verzauberin ist eine alte Freundin. Ich habe ihr einmal geholfen, als eine Verzauberung aus dem Ruder lief.
Dabei ist Ras das Fell ausgefallen. Sehr peinlich. Doch dafür haben wir jetzt diesen gemütlichen Treffpunkt. Warum interessiert sich ein Auge der Königin des Dominions für einen Mörder in Quatsch? Ras hat diese Art von Mord schon früher gesehen. Das Opfer erhält einen Süßkringel mit einer Vorhersage seines nahenden Todes und wird dann ein paar Tage später ermordet. Der Mörder hat mehrere Berater der Königin umgebracht und ist dann entkommen. Das hat Ras wirklich schlecht dastehen lassen. Ihr denkt, es könnte sich um denselben Mörder handeln? All diese Zweifel. Habt ihr denn noch nicht begriffen, dass Ras perfekt ist? Aber ja, ich fürchte, wir haben es mit demselben Monster zu tun. Zum Glück hat mein Lehrling auch einen Süßkringel erhalten. Das heißt, wir können dem Mörder eine Falle stellen. Es gibt da nur ein Problem. Nur eins? Nun gut, wahrscheinlich mehr als nur eins. Doch was Ras Sorgen macht, ist das Netzwerk von Boten, die der Mörder nutzt, um seine Geschenke zu überbringen. Sie haben Notizen an den sonderbarsten Orten hinterlassen. Ras fürchtet, dieses Handeln könnte darauf hindeuten, dass der Mörder vorhat, erneut zuzuschlagen. Und zwar bald. Und was ist euer Plan? Wir spüren einen der Boten auf und finden heraus, was sie da in der ganzen Stadt verteilt haben. Vielleicht kann man sie sogar dazu bringen, uns geradewegs zum Mörder zu führen. Trefft Ras draußen und wir verfolgen gemeinsam ihre Spuren. Was ist mit eurem Lehrling? Was soll mit ihr sein? Oh, Ras weiß, worauf ihr hinaus wollt. Sie wird hierbleiben und hoffentlich nicht ermordet werden. Sie ist noch in der Lehre und wir sind dabei noch nicht zum Einsatz von Waffen gekommen. Letztes Mal, als ich ihr einen Dolch gab, hat sie sich fast ein Auge ausgestochen. Normalerweise klickt man ja immer das Erste an, damit es weitergehen kann. Aber ich sag mal, ihr solltet ihr irgendetwas geben. Sie verdient eine Chance, sich wenigstens zu wehren, falls der Mörder sie findet. Ras glaubt zwar nicht, dass das eine gute Idee ist, aber wir werden der Elfendame ein kleines Messer geben, für alle Fälle. Nun lasst uns einen Mörder aufspüren gehen. Jawohl, Ras. So, das bestohlen, das können wir nicht machen. Warum liegt der eigentlich? Achso, das ist bestimmt der Süßkringel, den sie bekommen hat. Oha. Na, sieht auch cool aus. Ich bin ja auf der falschen Seite rausgegangen, oder? Ras hat ganz vergessen, wie sehr er es hasst. So, ob. Ras hat einen verdächtigen Boten beim Heckenlabyrinth im Südwesten gesehen. Wozu die Stadt ein Heckenlabyrinth braucht, klären wir ein andermal, ja? Aber Akatosch und sein hier können wir auch rein. Ja, und das war dann die Sache mit dem Labyrinth. Entschuldigung, ich muss hier durch. Was für ein schöner Ort, um etwas zu verstecken. Sucht nach einer Statue oder sowas. Alles, was als Markierung eines Verstecks dienen könnte. Moment, Statue, war die nicht hier? Nein, natürlich nicht. Oh, sehr schön. Das hast du nicht gesehen, Ras? So, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen rauszoomen, weil das, ach, das ist so ätzend, wenn das so nah ist. So. Jetzt laufe ich gerade wieder zurück, oder? Nee, Moment, hier ist ein Pfeil. Ah. So, die schöne Finsternis bat darum, dass wir für die nächste Phase der Untersuchung unsere Standorte ändern. Legt die Schriftrollen mit euren Erkenntnissen an diesen neuen Standorten im Umkreis von Quatsch ab. Für eine präzise Karte sind alle unten aufgeführten Teile notwendig. Hinterlasst eure Entschlüsselung am Ende, damit der nächste Läufer sie zustellen kann. Des Wolfes immerwährender Strom, sitzend über sportlich streitenden ewiger Ritter, von wo wir auf die Straßen herunterblicken. Okay. Eine geheime Nachricht? Ras hasst Rätsel. Löst ihr es, ja? Ja, ich würde sagen, da wir sowieso schon so weit... Ich komme ja gar nicht mehr raus. Da wir sowieso schon so weit fortgeschritten sind jetzt mit der Folge, versuche ich jetzt mal irgendwie verzweifelt hier wieder rauszukommen. Aus dem Labyrinth. So auf jeden Fall nicht. Man findet die geheimen Nachrichten.
Nee, das ist nur die Richtung, in die ich laufen soll, glaube ich. Versuche ich hier mal verzweifelt wieder rauszukommen und zeige euch dann, sobald ich gefunden habe, wo die Zielorte sind, zeige ich euch dann, wo ihr hin müsst. Das wollte ich eigentlich sagen. Die Magiergilde wirbt Mitglieder an, um die freien Stellen ihres schicken neuen Inselrefugiums zu füllen. Ja, das ist ja ganz toll, glaube ich. Beeindruckend. Ja. Ach, jetzt bin ich wieder bei der Startup. Wollt ihr mich denn jetzt hier? Also, wir sehen uns wieder, wenn ich denn jemals hier wieder rausgekommen bin. Ach, jetzt bin ich draus. Mein Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Pfeilen... Doch, wir können den Pfeilen einfach so folgen. Dann brauche ich euch gar nicht rauszuschneiden. Nein. Lass das sein. Nimm das. Bezüglich die... desjenigen, der sich wir selbst Händler nennt. Bleiben, Dobias Freunde. Hat Dokumente, Verträge und andere Finanzunterlagen der Goldküstenhandelskompanie gestohlen. Wir müssen noch herausfinden, was er mit diesen gestohlenen Informationen anstellen will. Doch wahrscheinlich spielt der Profit dabei auch eine Rolle. Reicht dies als Rechtfertigung dafür aus, ihn tot sehen zu wollen? Vielleicht. Fundort der Entschlüsselung südlich des Ufers. So, südlich des Ufers. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch nochmal nachlaufen müssen, aber hier war jetzt auch gerade nochmal ein Hinweis. Wer? Ach, der ist höher, der ist da oben drin. Wie kam ich da denn nochmal? Ich kam, glaube ich, nur von einer Seite aus dahin, wenn ich mich nicht irre. Hier geht es hoch. Quatsch, doch das müsste die Seite sein. Ja, genau. Notiz hoch oben bezüglich des Bäckers. Sonderbarer Mann, selbst für einen Hochelfen. Scheint Leute nicht sonderlich zu mögen und dies scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Aber backen kann er, keine Frage. Genau genommen hört man, er würde die besten Süßkringel der gesamten Goldküste backen. Wir müssen uns diese Süßkringel unbedingt genauer ansehen. Ich werde eine Bestellung aufgeben. Fundort der Entschlüsselung östlich der Kathedrale. Ach so, das heißt aber nur so viel, wie dass ich es hier gefunden habe. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass da das Nächste ist. Ewiger Ritter sitzend über sportlich Streitenden. Das müsste in der Nähe von der Arena sein. Hier ist der ewige Ritter. Bezüglich der Gärtnerin. Sagt ihr Ehemann, wäre vom Süßkringelmörder getötet worden. Doch es gibt keine Beweise, dass sie je verheiratet war. Sie scheint vom Schicksal zu sprechen. Sehr oft sogar. Und auf jeden Fall weiß sie, wie man kämpft. Habe gesehen, wie sie einen Straßendieb erdrosselte, der versuchte, ihre Tasche zu stehlen. Fundort der Entschlüsselung innerhalb des Gebäudes, an dem sich drei Pfade treffen. Und sein Primas werden uns durch diese schweren Zeiten führen. So, ich gehe mal stark davon aus, sitzend über sportlich Streitenden, dass das hier in der Arena von Quatsch sein muss. Wo es auch ist. Hier oben. Übrigens, wer das gerne mal mitmachen möchte, man sieht hier unten, da können die Spieler einfach reingehen. Und dann kommen hinten immer wieder Leute raus. Ich weiß nicht, ob man da reinspringen kann. Nee, leider nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Ich kann da draufstehen, aber ich kann nicht reinspringen. Ja, auf jeden Fall kann man da dann kämpfen. Ich glaube es nicht. Bezüglich derjenigen, die sich selbst Bettlerin nennt. Sie ist keine Bettlerin. Im Grunde sind wir nicht sicher, was sie ist. Warum jemand vorgeben sollte, eine arme Bettlerin zu sein und dies auch noch so schlecht, wie ich hinzufügen sollte, leuchtet mir nicht ein. Doch sie wurde in Begleitung eines ansehnlichen Khajiit gesichtet. Fundort der Entschlüsselung nicht auf der Hauptstraße. Ja, wenn ich sie aber nochmal lesen soll, dann muss ich das hier draußen machen. Das ist ja schrecklich. Du hörst ja nur noch den Typen hier. Alter, ernsthaft? Die hörst du immer noch? So, lest sie nochmal, hat er gesagt. Questgegenstände. Warum soll ich die nochmal lesen? Entschlüsselt die verschlüsselten Notizen. Wahrscheinlich wegen dem, was da drin stand. Was logisch ist. Südlich des Ufers.
südlich des Ufers innerhalb des Gebäudes, an dem sich drei Pfade befinden. Also ich weiß, meine ich, wo wir hin müssen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt dahin zeigt. Östlich der Kathedrale. Östlich der Kathedrale? Kathedrale, die ist doch hier, oder? Das heißt, hier müsste das dann... Ich gehe mal ein Stückchen hier noch runter. Was wollt ihr? So. Nee, hier hinten war das jetzt nicht, oder? Weil hier hinten weiß ich, dass auch mal was gewesen ist. Aber das ist ja östlich von der Kathedrale, wenn die diese Kathedrale meinen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich habe es so lange nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt. Die könnten natürlich auch hier diese Kathedrale meinen. Wir müssen nur fest im Glauben bleiben, meine Freunde. Und ein wenig... Dann wäre das irgendwo hier. Was war das mit dem Ufer? Ich mache hier meine Markierung rein. Ja, haltet doch einfach mal die Klappe. Südlich des Ufers. Östlich der Kathedrale, südlich des Ufers. Dann... Achso, das war östlich der Kathedrale. Nicht auf der Hauptstraße. Was ist hier das andere? Innerhalb des Gebäudes, an dem sich drei Pfade treffen. Innerhalb des Gebäudes, an dem sich drei Pfade treffen. Und das wäre jetzt östlich der Kathedrale. Es wäre allerdings nicht südlich vom Ufer, sondern nördlich vom Ufer, wenn man so will. Also da könnte eventuell die Enklave mit gemeint sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eigentlich hierhin musste. Aber es kann auch sein, dass das später erst kam. Kann man mit Ras noch reden? Laut diesen Notizen, die wir gefunden haben, haben sich alle Ziele nachweislich einer Lüge schuldig gemacht. Abgesehen von diesem Verweis auf den ansehnlichen Khajiit. Diese Beobachtung war äußerst zutreffend. Wir wissen immer noch nicht, für wen diese Nachrichten hinterlassen wurden. Versuchen wir, es herauszufinden. Habt ihr irgendeine Ahnung, wie all das hier zusammengehört? Nun, die Kritzeleien am Ende jeder Notiz scheinen wohl Anweisungen zu sein. Ras glaubt, wenn wir sie alle zusammenfügen, entsteht dadurch eine Karte. Nun, keine wortwörtliche Karte, auch wenn das höchst gelegen käme. Aber ihr habt schon herausgefunden, wo wir als nächstes hin müssen? Nun, dank der Hinweise können wir immerhin schon viele Teile der Stadt ausschließen. Und so viele Straßen gibt es neben der Hauptstraße nicht. Ras wird weiter über diesen Hinweisen grübeln. Irgendwann wird Ras schon etwas auffallen. So viele Straßen gibt es neben der Hauptstraße nicht. Aber wir sollen die doch hier entschlüsseln, oder? Also östlich der Kathedrale wäre für mich hier. Südlich vom... Da, wo drei Pfade sich treffen. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich laufe jetzt hier mal ein bisschen herum und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Ras ist ein Genie. Ras weiß jetzt, was die Hinweise bedeuten. Aha. Okay, dann sag's mir, Ras. Es war die ganze Zeit vor Ras Nase. Trotzdem tut Ras vom vielen Denken der Kopf weh. Kann ich nachvollziehen. Was habt ihr herausgefunden? Ras weiß, wo wir als nächstes hin müssen. Es war die ganze Zeit direkt vor unserer Nase. Wollt ihr wissen, wohin die Hinweise führen? Ras möchte euch den Spaß nicht verderben, falls ihr das Rätsel lieber selbst lösen wollt. Sagt mir einfach, wohin wir aufbrechen müssen. Es gibt da ein kleines Haus im Süden, beim Turm des Urteils des Ordens der Stunde. Es ist eines der wenigen Privatgebäude, die nicht an der Hauptstraße liegen. Der Empfänger dieser Notizen muss sich eindeutig dort verstecken. Ras spürt es in seinen Schnurrhaaren.
Dann lasst uns aufbrechen, Ra's. Ob Ra's Vermutung richtig ist, sehen wir allerdings erst in der nächsten Folge bei Teil 2. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.